Hallo und herzlich willkommen, lieber Zwilling. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer Monatsbotschaft hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Janina und wir schauen heute gemeinsam auf die Energien, auf die Potenziale vom Monat Juli. Juli 24, die kommenden 31 Tage. Was ist hier dein großes To-Do? Worauf darfst du dich tendenziell einstellen? Wir schauen gemeinsam rein. Mach's dir gemütlich, mach's dir schön. Wir legen nämlich auch schon direkt los, denn ich würde starten mit der Hauptenergie, der Haupttendenz für dich für die 31 Tage. Ich starte mit dem Moonology, das Mondorakel von Jasmin Boland. Ich verlinke dir ohnehin alle meine Kartendecks unter diesem Video. Also wenn du Interesse hast an einem der Decks, fühle dich frei, dort zu schauen. Lieber Zwilling, was ist hier deine Energie? Was ist hier dein Potenzial, deine Hauptenergie? Deine Hingabe wird getestet. Zunehmender Halbmond. Okay, also Testung, ne, ist so ein Stichwort. Das heißt, deine Hingabe wird getestet. Ich kriege hier so eine Hartnäckigkeit rein. Ne? Du sollst Hartnäckigkeit beweisen. Es geht darum, dran zu bleiben, weil zunehmender Halbmond. Die Strecke ist schon zur Hälfte geschafft. Wie weit bist du bereit zu gehen? Ne? Wie weit bist du bereit zu gehen? Bist du bereit, durchzuhalten? Bist du bereit, dich voll auf die Situation, auf die Energie einzulassen? Oder knickst du ab? Also das könnte hier ein richtiger Lernmonat werden. Finde ich spannend, weil ja doch oft, ne, weil viele sagen immer, oh nee, Elementlegungen sind viel zu allgemein und so weiter, wird auch nie, sag ich mal, für meine Monatsbotschaften mein Impuls sein. Also die Monatsbotschaften werde ich immer einzeln in Sternzeichen unterteilen. Aber liebe Leute, ich muss hier ganz klar sagen, ich sehe hier wirklich immer häufiger und intensiver die Zusammenhänge und die Verknüpfung, die Verbindung besser gesagt, der einzelnen Elemente. Sternzeichen, weil auch bei dem Sternzeichen Waage, was ich gerade abgedreht habe, habe ich dieses Thema Hartnäckigkeit, bleib dran, sei geduldig, also irgendwie, dass hier etwas noch nicht Zeit, noch nicht ausgereift ist. Ne? Also nur mal so ganz kurz, ne? Weil viele ja mal sagen, oh nee, gerade auch so Wochenbotschaften, wenn die zu allgemein sind, Das ist für einzelne Sternzeichen immer besser. Ja, das verstehe ich, rein emotional. Aber wir sehen energetisch, hier gibt es doch eine große Verbindung am Ende. Okay, ich habe mir jetzt gerade das Tarot genommen. Und da nehme ich einmal das Mystic Palette Tarot von Ciro Marchetti. So, da kannst du es sehen. Und da würde ich gerne mal diese Situation hier geklärt wissen. Vielleicht so ein bisschen erste, zweite Monatshälfte. Erste Monatshälfte. Zweite Monatshälfte ist direkt dazu gekommen. Also Nummer 1, die Herrscherin. Ja, die Herrscherin ist im Tarot die Frau der Liebe, der Heilung, der Fruchtbarkeit. Das ist eine sehr warmherzige Person. Das heißt, Anfang des Monats hast du so ein bisschen den Eindruck, die Zeit ist reif. Ne? Vielleicht spielt auch wirklich bei dir das Thema Fruchtbarkeit eine Rolle. Fruchtbarkeit muss nicht zwangsläufig Schwangerschaft bedeuten. Fruchtbarkeit steht auch wirklich vor einem Reifeprozess, wo man sagt, okay, hier, jetzt ist der Moment gekommen. Ne? Der Moment ist gekommen, ich fühle mich gereift, aber es ist auch ein Ratschlag, dass du eine Situation in deinem Leben mit Liebe und Heilung nähren sollst. Ne? Also hier wirklich, wenn du möglicherweise hier vor einer Entscheidung stehst oder du stehst vor einem Momentum, wo Geduld gefragt ist, dann spreche Dankbarkeit aus. Spreche Dankbarkeit, okay, ich bin jetzt an dieser und jener Situation, auch wenn es noch nicht das große Finale ist, aber ich bin schon weiter als noch vor einem Monat. So, ne? Das ist hier ein ganz wichtiger Ratschlag. Dazu haben wir die 7 der Kelche. Das ist so ein bisschen dann deine zweite Monatsenergie, deine zweite Monatshälfte. Ich habe das Gefühl, bei einigen von euch könnte es andersrum sein, muss ich gerade mal dazu sagen. Die 7 der Kelche, ne, 7, man bewertet etwas neu, eine Situation neu. Bei den Kelchen geht es tendenziell um Herzensangelegenheiten. Das kann eine Beziehung sein, das kann die Beziehung auch zu dir selber sein. Ein Herzensprojekt, eine Person, die dir grundsätzlich sehr, sehr viel wert ist.
Und da geht es mit den sieben der Kelchen darum, eine Entscheidung zu fällen, eine Entscheidung, wie geht es hier weiter? Wie geht es hier weiter? Wohin möchtest du gehen? Ne, sieben der Kelche kann eben auch bedeuten, dass du das Gefühl hast, hier muss eine neue Entscheidung gefällt werden. Ne, also aus dieser Reife mit der Herrscherin Anfang des Monats heraus darfst du eine Entscheidung fällen. Darfst du hier Weisheit an den Tag legen. Ich nehme mal das Lenormand dazu, dann nehme ich wieder das mystische Lenormand von Regula Elisabeth Fichter. Und da würde ich gerne mal eine klärende Energie haben, so ein bisschen, wie können wir uns das weltlich hier vorstellen? Das Buch, ja. Du könntest neues Wissen erfahren, ne, weil das Buch steht für sogenannte Geheimnisse, aber auch geheimes Wissen, welches sich dir noch nicht offenbart hat. Und wenn das so als Monatsenergie kommt, habe ich das Gefühl, du erfährst hier etwas, du erfährst Dinge, die du so in der Form vorher nicht wusstest. Und das beinhaltet dann auch diese Neubewertung, diese Analyse einer Situation, wo du dich vielleicht schon relativ sicher gefühlt hast. Okay? Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was ist hier so dein To-Do? Woran solltest du aktiv arbeiten? Und was ist der Ratschlag diesbezüglich? Also wie könntest du das Ganze angehen? Da haben wir hier schon mal die Energie von den Fünf der Stäben. Fünf der Stäbe ist so die Karte des Konkurrenzkampfes, ne, der Teamfähigkeit, des sich und seine Fähigkeiten unter Beweis stellen, aber auch für eine Zusammenarbeit, wo es darum geht, Charakterstärke zu beweisen. Also allgemein die Zusammenarbeit, wo du persönlich wachsen darfst, weil Stabenergie hat immer ganz viel so persönliche Auswirkungen. Okay, da haben wir jetzt einen Ratschlag, da haben wir mehrere Ratschläge, nehmen wir einfach mal so an. Wir haben den Stern, den Wagen und die Fünf der Schwerter. Okay, stark. Dein Hinweis mit dem Stern, bewahre Ruhe. Du kannst dein Ziel sehen, aber du sollst noch Ruhe bewahren. Halte kurz inne. Mit dem Wagen, bleib fokussiert, bleib willensstark, bleib dran, ne, wieder das Thema Hartnäckigkeit, deine Hingabe wird getestet. Und mit den Fünf der Schwertern darfst du, ne, weil die Fünf ist ja immer auch so ein bisschen problembehaftet, sag ich mal, im Tarot. Und bei den Fünf der Schwertern geht es eben auch Missbrauch ist jetzt ein bisschen extrem formuliert, aber gedanklichen Missbrauch, ne, dass man irgendwie manipuliert wird, dass man aber auch, ganz wichtig, dass du andere nicht manipulieren sollst, weil das ist ja ein Ratschlag an dich, ne? Lass dich nicht manipulieren, aber lass andere dich, also manipuliere auch andere nicht, um mit den Fünf der Stäben an dein Ziel zu kommen, um dich durchzusetzen, ne, sondern vielleicht sich mal ein Stück weit zurückzuziehen. Weniger ist mehr, ne? Willst du gelten, mach dich selten. So, mit dem Wagen aber bleib fokussiert, also behalte dein Ziel im Auge, aber ne, versuch hier nicht irgendwie dich auf Manipulation einzulassen oder diese auf andere auszuwirken, sag ich jetzt mal. Auch hier eine Klärung mit dem Lenormand. Ja, der Fuchs, das ist die Strategie. Ne, also das ist hier ein bisschen, geh strategisch vor. Ne, strategisch bedeutet aber nicht gleich Falschheit. Ja, der Fuchs steht gerne mal für die Falschheit. Aber der Fuchs ist einfach wahnsinnig intelligent. Und du bist auch als Zwilling wahnsinnig intelligent. Ne? Also Zwillinge sind Luftzeichen. Und Element Luft steht eben wirklich für geistige Gesundheit. Ne, dass man fit ist, dass man weiß, wie man sprechen muss, wie man sich ausdrücken muss, um an sein Ziel zu kommen, um hier langfristig etwas zu erreichen. Okay, dann einmal hier eine Botschaft zu deinem privaten Bereich. Familie, Freunde, wir fangen mal mit der Familie an. Eine Karte deiner Familie. Da haben wir den Ritter der Münzen. Spannend, hatten wir auch gerade beim Sternzeichen Waage. Und der Ritter der Münzen, das ist ja der hartnäckige Ritter. Der bleibt dran, ne? Der geht Schritt für Schritt, der geht jeden Schritt einzeln. Also der zieht sich das Leben wirklich rein, der zieht jeden Schritt sich wirklich rein. Und auch hier, deine Hingabe wird getestet.
Ein Hinweis bitte aus dem Lenormand. Ja, das Klee, das steht für eine glückliche Zeit, eine glückliche Phase. Also hier könnte es familiär gesehen, könnte es eine positive Veränderung geben, ein positives Vorankommen. Ne, der Ritter ist ja der Aktionär, jemand, der zukunftsorientiert handelt und agiert. Also jemand, der sich wirklich weiterentwickeln möchte. Und beim Ritter der Münzen ist das wirklich klar, dieses Fokussierte, dieses gesellschaftlich Orientierte, ne, guckt man auch oft auf die Finanzen. Also hier könnte sich familiär eine finanzielle Situation positiv entwickeln. Ne? Also dieses Dranbleiben wird sich auszahlen. Du könntest auch Unterstützung familiär diesbezüglich bekommen. Deine Freundschaften, was haben wir da? Für die Zwillinge. Da haben wir mehrere Energien. Da haben wir einmal die Mäßigkeit, den Ritter der Schwerter und die Acht der Kelche. Okay, hier soll auf jeden Fall so ein bisschen als To-Do eine Situation ausgeglichen werden. Der Ritter der Schwerter steht wieder für die Kommunikation. Das heißt, hier ist es wichtig, klar zu kommunizieren, neue Impulse zu setzen, ne, also möglicherweise auch zu inspirieren. Und mit den Acht der Kelchen kannst du dann auch eine Situation hinter dir lassen. Eine Situation, die für dich nicht mehr tragbar ist, ne, die für dich nicht mehr Fülle bedeutet, sondern eher emotionale Anstrengung. Ne? Also etwas, was dich in deinen Freundschaften die letzten Monate, Wochen belastet hat, darfst du nun hinter dir lassen, weil jetzt hier der Zeitpunkt der Mäßigkeit, also des Ausgleichs gekommen ist. Dazu kommen noch die Wege. Ne? Die Wege ist auch ein Ausweg, ne? Also ein Bewegung quasi, Bewegung, Aktivität, ein Ausweg aus einer Situation. Hier kommt Bewegung rein in deinen Freundschaften und diese Bewegung wird, sag ich mal, ich habe das Gefühl, sogar fast schon karmisch, ne, dass es hier karmisch zur Harmonie kommt. Ne, etwas, so eine Situation soll harmonisiert werden, soll in Einklang kommen. Auch hier darfst du dich fragen, ne? Die Mäßigkeit lädt auch immer ein, dir die Frage zu stellen, wo ist hier etwas ins Ungleichgewicht gekommen? Ne? Wo in deinen Freundschaften ist etwas ungleichmäßig? Wo investiert der eine mehr als der andere? Oder wo gab es Unregelmäßigkeiten in der Kommunikation? Ne? Ritter der Schwerter, das ist der Ritter der Kommunikation. Wo wurde unregelmäßig kommuniziert? Ne? Wo darf man nun hier emotionalen Ballast hinter sich lassen? Ne? Wieder in die Fülle gehen. Okay. Wir gucken mal weiter auf deine finanziellen, beruflichen Situationen. So, nee, wir hatten schon eine Karte. Zu viele Energien verderben hier den spirituellen Brei. Da haben wir die Kraft. Die Kraft, das ist so ein bisschen die erste Monatshälfte. Bei der Kraftkarte geht es um Ruhe bewahren. Du könntest herausgefordert werden in der ersten Monatshälfte, dass dich vielleicht etwas aus der Fassung oder aus der Ruhe bringen könnte. Hier ist aber ganz klar die Botschaft, bleib dran, bleib am Ball, denn das wird jetzt langfristig deinen Charakter, deine Selbstsicherheit stärken. Zweite Monatshälfte. Da haben wir das Gericht. Wow, das Gericht ist ja immer so ein bisschen so die Wiederaufstehung, Wiedergeburt, genau. Ne, sich wie neu geboren fühlen. Also hier könnte es für dich wirklich eine Transformation geben. In dem Moment, wo du Anfang des Monats bis Mitte des Monats Ruhe bewahrst, dranbleibst, ne, hier, deine Hingabe wird getestet, damit es dann zum Ende des Monats zu einer Veränderung kommt, zu einer Art zu einer Aufstehungssituation. Ne? Also hier darf sich wirklich extrem etwas verändern. Der Sarg steht für einen Stillstand, für einen Abschied, für ein Ende. Hier soll etwas beendet werden, eine Situation, die so nicht mehr tragbar ist. Eine Situation, die erstmal viel Ruhe und viel Charakterstärke fordert. Ja, fordert ist das richtige Wort. Aber mit dem Gericht wird es dann zu dieser Veränderung kommen. Du wirst auch Dinge verstehen, warum etwas nicht so gelaufen ist, wie du dachtest oder warum eine Situation vielleicht deine Stärke und Ruhe erfordert hat Anfang des Monats.
Die Liebe. Die Liebe, die klären wir jetzt mal mit anderen Karten, nämlich mit dem Orakel der Rose von Rebecca Campbell und Katie Louise. Da würde ich mal gerne wissen, was ist so die Hauptenergie, die Haupttendenz hier im Monat Juli. Die Hauptenergie, die Haupttendenz für den Zwilling. Ja, da haben wir jetzt, das sind mir hier zu viele Energien. Aber ich nehme gerne all die, die sich hier irgendwie rausmogeln wollten. Wo ist sie denn? Da ist ein Kärtchen. Das hat sich gezeigt, das ist auf den Boden gefallen, aber es hat sich hier präsentiert. Ach, liebe Leute. So, da ist sie. Das ist die Karte, die sich hier direkt gezeigt hat. Deswegen soll es sein, dann müssen wir auch nicht weiter auswählen. Das soll die Energie für dich sein, lieber Zwilling. Die zweite Blüte, eine zweite Chance, es ist nie zu spät, neue Möglichkeiten. Okay, also zweite Chancen spielen in der Liebe auf jeden Fall eine Rolle. Es könnte eine zweite Chance mit einem, ja, mit einer Person sein, die du schon kennst. Hier könnten sich aber auch allgemein neue Möglichkeiten, also neue Chancen zeigen. Das muss nicht mit einer Person sein, mit der es schon viele Chancen gab, weil, ne, weiß ich nicht, aufgewärmtes Essen kann vielleicht einmal schmecken, aber ein zweites Mal nicht. Hier bekomme ich eher rein, dass du nochmal diese Chance, die du, an die du vielleicht nicht mehr geglaubt hast in der Liebe, jetzt bekommen darfst. Also hier gibt es neue Möglichkeiten, neues Potenzial. Ne? Hier können auch neue Menschen in dein Leben treten. Neue Menschen, ja, die dir jetzt wieder zeigen, dass es geht, dass Liebe doch geht, dass Liebe doch funktioniert. Für diejenigen, die jetzt aber langfristig schon in einer Partnerschaft sind, kriege ich hier ganz klar einen Neuanfang innerhalb der Partnerschaft rein. Ne? Dass sich die Partnerschaft verändern darf, dass es hier einen Aufschwung gibt. Situation Love Oracle Deck, das soll uns jetzt einmal verraten, wo du herkommst, wo du bist und wo du dich tendenziell hin entwickelst in der Liebe. Vergangenheit. Ah, ich habe die Karte zwar gesehen, aber sie hat sich nicht umgedreht. Oh, jetzt springen mir hier heute die Karten. Aber auch wirklich stark und auffallend aus dem Deck, liebe Leute. Nochmal, Vergangenheit bitte. In der Vergangenheit gab es viele Gespräche. Man hat sich ausgetauscht. Das kann auch vor allem, sag ich mal, in digitaler Form stattgefunden haben, dass man viel getextet hat, dass man Interesse bekundet hat. Also ich sag mal, die Gespräche, die du geführt hast, waren der Grundbaustein für alles, was jetzt kommt. Gegenwart. Gegenwart. Oh, es sollten zwei Karten sein. Da haben wir einmal Erinnerungen schaffen, aus der Vergangenheit lernen, aber auch so ein bisschen besessen sein, emotional möglicherweise blockiert. Ne? Vielleicht kannst du diese eine Sache, diese eine neue Liebe möglicherweise oder auch diesen Neuanfang, wenn du das Video schaust, gerade noch nicht zulassen, weil dich etwas oder jemand noch blockiert. Du bist noch blockiert, du bist noch zu stark an etwas oder jemand anderen gefesselt, hängst vielleicht auch noch zu sehr in der Vergangenheit fest. Wo entwickelst du dich denn so zum Ende des Monats oder auch schon monatsübergreifend hin? Was gibt es hier für Tendenzen? Ja, Stabilität und Sicherheit. Hier darf etwas wachsen. Hier darf etwas an Stabilität und Sicherheit gewinnen. Ne? Also aus diesem Festhalten kommt ein, ja, kommt doch ein Prozess, wo du dann langfristig loslassen kannst. Weil, wenn ich etwas festhalte, dann ist alles blockiert. Dann ist mein Wachstum blockiert, dann bin ich blockiert als solches. Dann sind aber auch Situationen und Einflüsse im Außen blockiert. Und diese Blockade darf sich offensichtlich im Laufe des Monats lösen, sodass sich hier etwas wirklich Stabiles, Sicheres und Gutes in deinem Leben festigen kann. Sehr schön. Okay. Ja, was ist denn hier das große Potenzial im Juli? Das große Potenzial für Sternzeichen Zwilling. Die
die große Chance. Ah, da haben wir den König der Kelche. Also du hast auf jeden Fall die Chance, hier etwas zu heilen. Etwas zu heilen, aber auch viel Gefühl zu erfahren, viel Gefühl zu erleben. Der König der Kelche, ne, König selber sind ja immer Unterstützer und Ratgeber. Und bei den Kelchen geht es einfach um viel Gefühl. Da geht es um emotionale Stabilität. Also hier, du hast auch die Möglichkeit, emotional in dein Gleichgewicht zu kommen. Und ich habe das Gefühl, deswegen wird hier auch wirklich, ne, wie es hier steht, deine Hingabe getestet, weil du gerade dich einem Test unterziehen darfst, dich einem Test unterziehen musst. Also diese Lernaufgabe, die du gerade durchlebst, die ist dringend notwendig, um eben dann auch dieses emotionale, dieses Herzenspotenzial ausleben zu können. Es lohnt sich, dran zu bleiben. So, eine Lenormand-Energie, da haben wir das Schiff. Ja, es sind langsame Schritte. Deine Chance ist es hier aber auch, eine Distanz zu überwinden. Eine Distanz zu einem Themenfeld, das kann die Distanz zur Liebe, das kann die Distanz zu einer Person sein. Vielleicht hast du es hier mit einem Menschen zu tun, ihr wohnt vielleicht nicht in der gleichen Stadt, im gleichen Land, auf dem gleichen Kontinent, was auch immer. Aber es kann auch eine Distanz in dir selber sein, dass du dich distanziert hast zu einem bestimmten Gefühl. Und diese Distanz darf nun überwunden werden mit dem König der Kelche in Kombination mit dem Schiff. Das Schiff ist kein schnelles Transportmittel. Das Schiff geht stets und ständig voran, aber es kommt eben auch voran. Und wenn, sag ich mal, der Wind richtig steht, dann geht das auch mal schneller als an anderen Tagen. Okay, wovor darf ich dich warnen? Wo ist hier das große Achtung, Achtung? Die Hohepriesterin. Vor der Hohepriesterin darf ich dich warnen. Die Hohepriesterin ist eine sehr intuitive, spirituelle Person. Sie folgt grundsätzlich ihrem Bauchgefühl und redet immer dazu oder fordert auf, sag ich mal, deinem Bauchgefühl auch zu folgen, dich mit deinem höheren Selbst zu verbinden. Nun soll ich dich diesbezüglich aber warnen und sagen, Achtung, also in irgendeiner Form könnte entweder dein Bauchgefühl beeinträchtigt werden. Ja, die Störche. Die Störche stehen für eine Veränderung. Hier darf sich eine Situation verändern. Wo kommt die Situation, wo kommt es denn her? Der Bär, Thema Selbstsicherheit, aber auch Seelenpartnerschaft. Der Turm, Isolation. Also ein bisschen so für sich sein. Isolieren. Das Kind, einen Neuanfang. Ich habe das Gefühl, aus Mangel an Selbstsicherheit, weil der Turm, das steht ganz klar für die Isolation. Also, dass man sich irgendwie zurückzieht, dass man sich so in sein sicheres Gefilde begibt. Und dadurch war nicht nur deine Selbstbestimmung, deine Selbstsicherheit in irgendeiner Form beeinträchtigt, sondern auch ein ganz bestimmter Neuanfang, eine neue Situation. Du hast dich selber isoliert von, ich krieg die ganze Zeit rein, du hast dich von einer bestimmten Liebe isoliert. Irgendwie ein Gefühl. Es ist emotionaler Natur. Ich kriege hier nicht rein, dass du deinen beruflichen Werdegang blockiert hast. Das kriege ich nicht rein. Es hat hier irgendwie was mit deinen Gefühlen zu tun. Hinweis ist dafür natürlich auch die Hohepriesterin. Dass das hier irgendwie emotional eine Blockade war und ich soll dich aber hier ja davor warnen. Und die Hohepriesterin, das ist die Hohepriesterin, die Frau, oder die Person des Gefühls, der Intuition. Ich habe das Gefühl, du könntest eine Eingebung haben. Eine Eingebung bezogen auf eine Veränderung, vor der ich dich warnen soll. Das ist hier für mich gerade die Botschaft. Der Storch lädt dich aber auch dafür, oder die Störche laden dich auch ein,
flexibel zu bleiben. Ich glaube, ich brauche nochmal das Tarot. Irgendwie bin ich gerade selber noch nicht so ganz glücklich. Warum die Warnung vor der Hohepriesterin? Warum Warnung vor Bauchgefühl? Bauchgefühl ist das Beste, was uns passieren kann. Der Page der Stäbe. Du könntest voreilige Schlüsse ziehen. Der Page, ne, das ist so diese kindliche Energie. Der Page setzt Impulse und Impulse, ne, impulsivartig, ist, sag ich mal, aus der Situation heraus. Stabenergie ist feurig, ne? Also es ist voller Leidenschaft, voller Passion, möchte Dinge vorantreiben. Du könntest hier impulsartig eine gravierende Entscheidung fällen wollen, vor der ich dich warnen soll. Das lasse ich jetzt so stehen. Weil am Ende, ich gucke hier zu viele Leute zu, um das hier wirklich auf eine Sache so durchzubrechen. Aber ich kriege hier rein, ich soll dich warnen vor deinen Impulsen, vor einer impulsivartigen Entscheidung. Okay, spannend, liebe Zwillinge. Also lasst mich gerne wissen, was das hier so ist. Ich wäre sehr neugierig. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn ihr mögt, lasst mir einen Kommentar, ein Like oder auch vielleicht ein Abo da, wenn euch die Art, wie ich das mache, hier gefällt. Ansonsten findet ihr unter diesem Video auch den Link zu meiner Website. Dort könnt ihr eine persönliche Legung buchen, eine persönliche Legung zu einer Herzenssituation oder auch zu deinem individuellen Monat. Dann schaue ich da ganz individuell rauf. Und Leute, in diesem Moment ist hier gerade diese Kerze ausgegangen. Irgendein Licht ist erloschen. Ich sag's einfach mal, ich gebe es mal so rein. Also in dem Sinne, vielen Dank für dein Vertrauen, für dein Sein hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du da bist. Und jetzt schenke ich dir noch ein Einhorn für den Monat Juli und dann soll es das auch gewesen sein. So, da ist es, das Einhorn. Es ist das Einhorn Nummer 7, das Einhorn der Fokussierung, der Willensstärke. Höre auf dein Herz, wecke außersinnliche Fähigkeiten, stimme dich auf das Unendliche ein. Wecke außersinnliche Fähigkeiten, stimme dich auf das Unendliche ein. Ja, höre auf dein Herz. Jetzt sagst du mir wahrscheinlich, naja, jetzt hast du mir gerade gesagt, impulsivartig, aber das ist was anderes. Auf sein Herz zu hören bedeutet nicht, ich hau von einem auf einen anderen Moment irgendwie was raus, eine gravierende Entscheidung, sondern ich schlafe nochmal drüber. Ne? Deine Hingabe wird getestet. Es geht hier darum, dran zu bleiben. Auf sein Herz zu hören, ne, das leitet mir den Weg. Das setzt aber keinen Impuls zwangsläufig in dem Moment frei, sondern leitet mir einen Weg, eine Richtung. Und darum geht es. Ne? Folge deinem Herzen, folge deinem Willen. Also wo willst du hin langfristig? Und dann wirst du diesbezüglich auch geleitet vom Universum. Okay? In diesem Sinne, wow, knapp eine halbe Stunde, meine Lieben. Ich glaube, das war bisher die längste Monatsbotschaft. Wenn es dir gefallen hat, lass es mich gerne wissen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Janina. Tschüssi.